Radio 98.1. Normalerweise findet in den beschaulichen Räumlichkeiten des ehrenamtlichen Senders zu jedem neuen Semesterbeginn ein Tag der offenen Tür statt. Da sich dies in Zeiten von Covid-19 jedoch etwas schwierig erweist, haben sich unsere Radionauten etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Hallo und herzlich willkommen beim digitalen Tag der offenen Tür bei Radio 98.1. Mein Name ist Valentin Franze und ich führe euch heute durch die Räumlichkeiten unseres Funkhauses. Und wir beginnen mit Studio 1. Kommt mal mit, ich zeige es euch. So, meine Damen und Herren, hier ist das Studio 1 sozusagen das Herzstück unserer Radioproduktion. Man kann sagen, dass hier in diesem Studio wirklich vielleicht sogar über die Hälfte der Sendungen produziert werden. Wir haben natürlich noch ein zweites Studio, falls dieses mal belegt ist. Das ist aber deutlich kleiner. Und Studio 1, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist unser größtes Studio. Was noch, wenn man jetzt alleine als Moderator drin ist, Platz hat für insgesamt 3 weitere Gäste. Zurzeit haben wir allerdings nur 3 aktive Mikrofone, weil wir natürlich auch aufgrund der Corona-Pandemie ein paar Hygienebestimmungen einhalten müssen. Wir wollen euch natürlich ein reichhaltiges und inhaltsvolles Programm bieten. Und jetzt gehen wir weiter in den Aufenthaltsraum zu meiner Kollegin Mina Dressler. Danke, Valentin, für deine Überleitung. Ja, ich bin Mina Dressler, zweite Vorstandsvorsitzende von Radio 98.1 e.V. Und wir befinden uns jetzt hier gerade in unserer kleinen, gemütlichen Küche. Man sagt ja immer, die besten Partys finden in der Küche statt. So finden bei uns auch hier die ja eigentlich besten Gespräche statt. Und ich möchte euch jetzt eigentlich unseren Hauptarbeitsraum zeigen, nämlich unseren kleinen, schnuckligen Schnittraum und Aufenthaltsraum. Ja, also hier haben wir 2 PCs, die man unter anderem für Erstellung der Sendung oder für den Schnitt benutzen kann. Haben aber auch noch 2 Sofas hier mit dabei, wo man natürlich ganz gemütlich zusammensitzen kann und gepflegt sich auch unterhalten kann und ja auch ein bisschen entspannen kann und die Vereinskultur hier auch ausleben kann. Denn das ist bei uns bei Radio 98.1 ganz besonders wichtig. Wir sind nämlich ein großes Team, das zusammenhält und verhalten uns hier auch so ein bisschen, ja, ich möchte schon fast sagen familiär. Also wir sind wie so eine kleine, große Familie. Ich würde euch jetzt noch mitnehmen in den Konferenzraum. Dort finden unsere ganzen Sitzungen statt. Kommt mal mit! Ja, also hier im Konferenzraum finden, wie eben schon gesagt, die meisten Sitzungen eigentlich statt. Also hier trifft sich die PR, hier tagt einmal die Woche oder alle 14 Tage auch der Vorstand. Und es finden hier auch Redaktionssitzungen statt, sodass einfach mal alle zusammenkommen können und auch über anstehende Sachen reden können. Wir haben außerdem hier auch noch 3 PCs. Das heißt, momentan durch Corona nur ein Schnittplatz zwar, aber auch das wird sich wieder ändern. Das heißt, auch hier kann man sich mal ganz entspannt zurückziehen und gemächlich, auch unterm 4 Augen oder sonstiges, einfach auch mal reden. Ich würde jetzt in die geheiligte Technik übergeben zu meinem Kollegen Tom Güldner. So, vielen Dank, Mina. Moin Moin, ich bin Tom, bin mit Dennis zusammen Teil der technischen Leitung bei uns und wir sind dafür zuständig, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Und wenn es nicht so läuft, dass wir es wieder hinkriegen, dass es so läuft. Unser Hauptarbeitsplatz versteckt sich hinter diesen formschönen Türen. Man sieht schon, wir sind für die Technik zuständig. Ihr könnt einen kleinen Blick reinwerfen. Wenn sich Otto durchtraut, kann auch einmal unsere Server zeigen. Kannst ruhig rein, du darfst ab und zu mal. Also normalerweise ist das gesperrt für alle, weil hier eben das Herzstück von uns läuft. Das sind mehrere Server, Kompressoren, ein Audioprozessor, das gesamte Sende-Equipment, das unser Signal von hier aus eben auch zum Sendeturm kommt. Und das ist normalerweise hinter streng verschlossenen Türen. Deswegen machen wir das auch schnell wieder zu. Denn wer da drin ist und nicht so viel Ahnung hat, kann ganz, ganz viel kaputt machen. Wir sind auch nur drin, wenn es nötig ist, machen ganz viel per Fernzugriff. Wir haben ja nicht nur die Server, die wir betreuen und praktisch die Sendeabläufe. Das ist im Prinzip ein Tagesplan für die Sendung, der dann abgerufen wird. Sondern natürlich auch die Studios, die wir warten. Das heißt, wenn es neue Geräte gibt, sind wir dafür zuständig, diese einzubauen. Wenn es Probleme gibt, alles einstellen, durchpegeln. Aber auch dann, wenn man es nicht im Funkhaus macht, sondern draußen, sind wir dafür zuständig, die Übertragung zu gewährleisten. Das heißt, vor Ort alles einzurichten, dass wir die Signale in guter Qualität vorliegen haben und von da aus dann
über mehrere Ecken und Enden ins Funkhaus bekommen und von hier aus dann wieder für euch da draußen. Und ab und zu haben wir da auch Video-Livestreams, dass das eben alles vonstatten gehen kann. Und dafür ist praktisch die technische Leitung hier zuständig, aber auch dafür, dass alle Radionauten oder alle Interessierten hier ausgebildet werden, dass sie alleine die Studios benutzen können, dass sie alleine produzieren können und alleine auch live gehen können. Denn das ist das Ziel, dass wirklich jeder diese Fähigkeiten besitzt. Dazu muss man am Anfang das nicht beherrschen. Das wird dann Stück für Stück vermittelt, sodass man nicht direkt alleine steht. Vielen lieben Dank, dass ihr bei dieser kleinen Funkhaus-Tour mitgemacht habt, dass ihr einmal in die Studios geblickt habt, in unsere Arbeitsplätze und den Konferenzraum. Jetzt zum Schluss ein bisschen hinter die Kulissen geblickt habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch uns gerne mal eine E-Mail schreiben an mitmachen@radio891.de. Die wird hier auch nochmal eingeblendet. Dann könnt ihr im Prinzip auch gerne mal Termine vereinbaren. Einfach mal im persönlichen Gespräch nochmal schauen, was für euch vielleicht interessant ist. Und hoffentlich sieht man sich dann bald im Sender oder bei Veranstaltungen wieder und kann zusammen dann eben das gesamte Radioprogramm gestalten und gemeinsam die Radiogeschichte hier übernehmen. Vielen Dank.